Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringray. Wir spielen heute eine weitere New Super Mario Bros. U Herausforderung und ich bin jetzt schon im Vorfeld ein bisschen amüsiert, weil es die erste 5-Sterne-Challenge wird und es wird jetzt entweder sehr cool oder ein totales Fiasko. Ich weiß noch nicht genau. In der Run-Up-Rally, die Luftgaleeren-Run-Up-Rally, das sollte hoffentlich hinzubekommen sein oder so, ich weiß nicht genau. Um Run-Ups zu erhalten, spring auf möglichst viele Gegner und Kanonenkugeln, ohne den Boden zu berühren. Und wir brauchen insgesamt 20 Leben. Und ich nehme jetzt mal einfach ganz stark an, dass der Level so ein bisschen vor sich hin scrollt oder so. Irgendwas in der Art. Limonadendschungel, der komische, das ist ja... Ja, das ist ja genial und so. Okay, wir haben zumindest den Flughörnchenanzug als kleines Hilfsmittel. Das ist ja jetzt schon mal nicht so verkehrt. Ja, wir hatten den Flughörnchenanzug als kleines Hilfsmittel. Das war ja nicht so verkehrt. Ja. Das könnte jetzt witzig werden. Allerdings mit den ganzen Kanonenkugeln und so... Ich weiß nicht. Das sollte doch eigentlich machbar sein, oder? Spring auf möglichst viele Gegner, ja. Aber möglichst viele Gegner heißt für mich eigentlich nicht, ja. Heißt für mich eigentlich nicht alle. Aber, ja, das ist ja jetzt, das ist ja jetzt witzig, 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 witzig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und üpfti und schnupsen. Na toll. Also die obere sollte ich da schon erwischen. Das wäre zumindest ganz gut. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Das wird jetzt, ja, glaube ich, eine Weile dauern. Aber mit sowas in der Art konnten wir, glaube ich, jetzt schon im Vorfeld rechnen. Und im Endeffekt wollten wir das ja jetzt auch so haben, ne? Weil... Aha. Da muss ich schon längst drüben sein, ist interessant. Weil, darum geht's ja jetzt im Herausforderungsmodus, ne? Wir wollten die Challenge haben und das Spiel hat uns die Challenge gegeben. Ist im Endeffekt sowieso total nett von Nintendo, dass sie uns diese Challenge wirklich sowas von unentgeltlich quasi gesehen zur Verfügung gestellt haben, nachdem wir das eigentliche Hauptspiel durchgespielt haben. Im Endeffekt, ne, den Challenge-Modus hätte man ja schon vorher in Angriff nehmen können, oder? Sehe ich doch einigermaßen... Richtig, glaube ich. Wow, 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 wow. Okay, okay, okay. Neun Leben, neun Leben, neun Leben, neun Leben. Und. Irgendwann müsste doch mal... Hä? Da hätte doch langsam mal was kommen müssen, oder? Sehe ich das verkehrt? Oder so? Oder hätte ich zu dem Zeitpunkt schon die 20 Leben haben müssen, oder so? Ihr wollt mich doch... Ja, ihr macht mich nicht kirre hier, also... Du. Schnu. Scheiße. Aber theoretisch ist das machbar von dem Robo, von dem Mecha-Cooper. Mecha. Von dem Mecha-Cooper die untere Kanonenkugel dann noch so mitzunehmen? Ich hoffe es doch, oder? Müsste doch theoretisch machbar sein. Okay. Na, das ist ja irgendwie... Muss man die 20 Leben da hinten schon haben oder nicht? Ich weiß nicht. Spring auf möglichst viele Gegner. Wollen die echt, dass ich alles auf dem Bildschirm erwische? Also auch die ganzen... Verdammt. Auch die ganzen Kanonenkugeln, die dann gleich auf der rechten Seite da kommen? Ich meine, da kommen genug raus. Oder? Aber doch keine 20. Ich weiß es nicht. Oh, das ist irgendwie... Eine sehr, sehr seltsame... Oh, Challenge. Egal. Ich habe Zeit heute an diesem Nachmittag und ich wollte mir diese Zeit einfach mal nehmen. Zumindest um 4 New Super Mario Bros. U Herausforderungen zu schaffen. Und danach mal wieder etwas Schnupsiges in Anspruch zu nehmen, wie zum Beispiel Beyond Good and Evil. Das hätte ich ganz gerne heute eigentlich schon ein bisschen weitergezockt, ein bisschen viel weitergezockt, damit ich einfach selber ein besseres Gefühl mir gegenüber und euch gegenüber habe. Und ja, das wäre definitiv eine nette Sache. So. Schnupsen und dann fertig. Das ist ja ein großer Mist, ist das. Irgendwie, ja, toll. Ach komm.
irgendwie werde ich mit der Challenge jetzt noch nicht so richtig warm, weil ich noch nicht so richtig weiß, was für ein Muster ich vor allem fliegen muss, damit das auch nur ansatzweise irgendwie hinhaut. Bups. Das war in der letzten One-Up-Rally viel einfacher. Das kann ich euch sagen. Wow. Das war viel einfacher. Na gut. Ich spiele momentan übrigens für mich privat ganz viele verschiedene Dinge oder so. Ich war zeitweilig wieder im Kaufrauschen. Nee, kann man so irgendwie auch nicht sagen. Aber keine Ahnung. Ich war halt im Mediamarkt meines Vertrauens und habe mich da so ein ganz klein bisschen umgesehen und mal so geguckt. Ja, da gibt es ja so ein paar Dinge und so, die ich mir in der Vergangenheit ja auch ganz gerne mal irgendwann geholt hätte oder so. Aber dann hatte ich doch irgendwie keine Gelegenheit dazu. Und dann hat sich das irgendwie nicht so hundertprozentig ergeben. Ja, geschafft ist so, liegt so im Auge des Betrachters, finde ich persönlich. Aber na gut. Schön, Bronze. Hätten ja nur noch 9 Leben gefehlt. Aber trotzdem, das ist heftig. Das ist echt heftig. Ich weiß noch nicht, was ihr viel von mir wollt. Im Mediamarkt meines Vertrauens, ja. Da gibt es ja immer mal wieder so das ein oder andere Schnäppchen, worüber ich sehr froh bin. Treiser hat meinen Mediamarkt auch schon irgendwie wohlwollend zur Kenntnis genommen. Zumindest als er mal hier war. Boinki, 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 Boinki. Ja, da wäre irgendwo ihre Kanonenkugel gewesen, mit der sie noch ein bisschen weiter geflogen wären. Aber ich habe sie nicht mehr gefunden. Weiß ich nicht, ganz oft oder ganz viele Spiele sind mal nur für 20 Euro oder auch Wii-Spiele für 12 Euro oder so ausgeschildert. Sind jetzt teilweise natürlich auch nicht mehr so die Brüller, die Spiele, die so ausgeschildert sind. Aber das liegt ja ein bisschen im Auge des Betrachters oder so. Und ich finde, mein Mediamarkt orientiert sich bei vielen Preisen auch so ein ganz klein bisschen an Amazon. Zumindest ist so mein eigenes... Ja, das war schon mal scheiße. Das war so mein eigenes Gefühl, wenn ich die Preise einfach so ein bisschen miteinander vergleiche. Also klar, bei neueren Spielen ist es echt... es ist vergleichsweise schwierig, da tatsächlich dann doch ein Schnäppchen abzugreifen oder so. Aber bei älteren Spielen... Da ist es durchaus ist ähnlich wie beim Online-Versandhändler oder so. Keine Ahnung. Metroid Other M oder so kriegt man da auch 12 Euro hinterhergeschmissen. Und das sind alles so, wo die Leutchen anscheinend vom Mediamarkt dann selber merken, das sind alles so Restpostenspiele. Wow, Mann. Das sind alles so Restpostenspiele, die wir sowieso nicht mehr loswerden. Und dann liegen die eben zu einem vergleichsweise günstigen Preis da aus. Und dann kann man die sich einfach holen und mitnehmen und dann kann man sich daran erfreuen. Bringt jetzt in meinem Fall... Zumindest was Metroid Other M angeht, nicht so sonderlich viel, weil ich weiß gar nicht, ob ich mir damals für einen Vollpreis geholt habe oder nicht. Nee, ich glaube, ein bisschen runtergesetzt war es bei mir schon, aber ich habe es ja damals nicht weit gespielt. Es ist ja irgendwie so ein gewisser Traum, den ich noch hege. Ja, ja, I have a dream, dass ich bezüglich meines Let's Play-Kanals mich irgendwann auch nochmal um die Metroid-Spielereihe kümmere, weil das ist so etwas... Ja, das habe ich selber für mich immer so ein ganz klein bisschen verpasst, aus welchen Gründen auch immer. Und ich hätte schon irgendwie so ein ganz klein bisschen Bock einfach drauf. Bisschen Bock einfach drauf. Wenn ich eine andere Kanonenkugel wenigstens erwischen würde. In dem Moment, ich muss dort hinten viel höher liegen. Ich kann ja noch nicht mal... Ich kann momentan ja noch nicht mal abschätzen, wann dort hinten die nächsten Gegner kommen. Was echt scheiße ist. Ach komm. Ja, das war schon mal... Das war wieder Grütze. 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 Ja, geht so Grütze, wollte ich sagen, aber dann irgendwie doch Grütze. Die Metroid-Reihe fasziniert mich, ja. Und ich habe doch selber gemerkt, auch durch mein Castlevania Symphony of the Night Let's Play, dass mir solche Spiele eigentlich schon gefallen. Ich meine, ja, das. Warum bringe ich jetzt Castlevania als Beispiel? Ganz einfach, weil die neueren Castlevania-Spiele, oder sprich hauptsächlich die Spiele, die... Oh, oh. Die Spiele! Spiele, Spiele, Spiele! Spiele! Die Spiele! Die Spiele, ja, ja, genau. Dass die Spiele, die für den Nintendo DS oder 3DS oder so erscheinen, das sind ja auch
Die werden ja auch gemeinhin als Metroidvanias. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Ich glaube, den Ton hat man einfach nur gehört, deswegen. Die werden ja allgemein auch als Metroidvanias angepriesen. Weil sie vom Spielkonzept eben so Metroid einfach ähneln. Diese große, frei begehbare Spielumgebung quasi gesehen, wo man dann eben durch neue Items sich gewisse Passagen dann eben wieder erspielbar macht und so. Und ja, solche. Auf solche Sachen stehe ich ja irgendwie schon. Deswegen würde ich es einfach gerne spielen. Ich weiß nicht genau, ob ich dann beim Urschleimen wieder anfangen würde oder nicht. Ja, das war toll. Beim Urschleimen wieder anfangen. Das wäre dann ja quasi sehen, das allererste Metroid auf dem NES. Das wäre ja schon mal so eine kleine Hausnummer für sich oder so. Ich hab's, ja, gespielt habe ich den ein oder anderen Metroid-Teil. Aber jetzt keinen wirklich durchgespielt. Nö, ich habe keinen Metroid-Teil durchgespielt. Das kann man gemeinhin so sagen. Kann man jetzt von halten, was man will, aber es hat sich für mich irgendwie nie so richtig ergeben. Nie so richtig ergeben, nein. Weil irgendwann, weiß ich nicht. Ich glaube, das weiteste Metroid, boah, Mann. Das Metroid, in dem ich am weitesten gekommen bin, einfach, das dürfte Super Metroid sein, ja. Ich hatte es mir als VC-Titel runtergeladen für die Wii. Ich bin wirklich relativ weit gekommen. Am Anfang auch heillos überfordert und so von der Spielumgebung und wow, liebe Entwickler, was wollt ihr jetzt überhaupt von mir? Das ist alles irgendwie zu kompliziert und ich komme hier nicht weiter, da nicht weiter, dort nicht weiter. Alles irgendwie doof. Aber wenn man sich erstmal ein bisschen mit dem Spielkonzept arrangiert hat, dann macht das zum einen mordsmäßig Laune und zum anderen kommt man dann nach einer gewissen Zeit auch einigermaßen auch einigermaßen damit zurecht und dann läuft das einfach, ja. Das kann man schon irgendwie so sagen. Wenn ich natürlich auch schon allein bei solchen Kanonenkugeln dann meine Schwierigkeiten habe, die zu erreichen, dann ist es auch kein Wunder, dass der ganze Abschnitt hier irgendwie eine halbe Ewigkeit dauert. Ich glaube, das kann man auch irgendwie so festhalten. Was echt schade ist eigentlich, weil ich gebe mir für ja, meine Verhältnisse schon so so ein ganz klein bisschen Mühe. So ein ganz klein bisschen. Finde ich persönlich zumindest, aber man erkennt es momentan noch nicht so richtig. Dup-di-dup-di-dup. Aber hat ja auch keiner gesagt, dass es jetzt einfach werden wird oder so, ne? Ne. Hat, glaube ich, keiner gesagt. Ach, Mann. Mich würde ja erstmal interessieren, ob es da hinten rechts überhaupt weitergeht. Vielleicht gucken wir uns das erstmal an. Weiß ich nicht, ja. Wobei, wenn ich das jetzt hätte... Ne, Moment, ja, dann machen wir das. Ne, machen wir erstmal so. Und wenn ich jetzt gleich wieder drauf gehen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann machen wir das mal anders. Oh, mal ganz kurz. Nur was zu testen gewissermaßen, damit ich das mal sehe. Ob und wie das da hinten jetzt einfach dann so weitergeht. Schnu. Das täte mich nämlich schon so ein bisschen... bisschen interessieren. Einfach, wann der nächste Gegner hier hinten kommt. Halt! Nein! Ja, ja. So. Dupp-di-dupp. Dann machen wir das jetzt nämlich ganz anders. Dann nehmen wir jetzt nämlich mal keinen Gegner hier mit. Und gucken uns den Level erstmal an. Vielleicht geht's nämlich... Ach so, ne, Moment. Ah, so viel Zeit hat mir eh nicht zur Verfügung, ne? Ah, ist das witzig. Das fällt mir jetzt erst auf. Wir haben hier nur 20 Sekunden zur Verfügung. Ach so. Das heißt, da hinten wird er wahrscheinlich sowieso schon, ja. Hier muss man nämlich schon die 20 Leben haben. Ach, ist ja witzig. Weil jetzt hat man nämlich nur 5, 4, 3, 2, 1, 0 und dann ist nämlich schon Game Over. Ach so. Okay, jetzt verstehe ich das. Was es nicht einfacher macht, davon abgesehen. Aber ich verstehe den Level jetzt. Ihr seid ja arschig. Okay. Na gut, liebe Entwickler, ihr wollt es so. Dann schauen wir uns das Ganze mal so an. Boinki, boinki, boinki. Boinki, boinki. Ha. Wie viele Kanonenkugeln muss ich da mitnehmen? Muss doch schon... Scheiße. Ach komm, ist egal.
Bei dem Feld, wo ganz viele Kanonenkugeln rausschießen, da muss ich eigentlich alle Reihen hintereinander treffen oder so. Damit es so einigermaßen hinhaut. Wäre jetzt zumindest meine spontane Vermutung dahinter. Ach ja. Und das bedeutet auch nicht am besten hier so lange aufhalten. Weil da kommen eh nur zwei Kanonenkugeln aus einem relativ ungünstigen Abstand heraus und ne, das bringt nichts. Da bekomme ich nicht genug Punkte zusammen. Pup, 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 pup. Sondern lieber so machen, dann so machen, dann die hier von mir aus noch mitnehmen und dann habe ich es jetzt vielleicht schon an der Stelle verkackt, weil ich ja, die eine Kanonenkugel da, die eine Kanonenkugelreihe dort nicht mitgenommen habe. 12 Leben. Das ist doch mega arschig. Wie soll man das denn machen? Wie soll man das denn machen? Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Weil das bedeutet hier gerade, dass ich noch 8-mal irgendwo draufspringen müsste. Noch 8-mal. Aber wo? Boinki, Boinki. Ich meine, das hier kann ich nicht viel anders machen. So, und dann bin ich schon hier. Ja, und dann bin ich schon hier und dann ist schon Game Over. Dann muss ich da nämlich. Der Bildschirm, er scrollt ja auch automatisch. Ich kann da ja nichts steuern oder so. Das heißt, ich muss mit den Gegnern auch Vorlieb nehmen, die da jetzt eben auf dem jeweiligen. Ja, auf dem jeweiligen Feld zu sehen sind. Der Mecha-Koopa da unten, der bringt doch absolut nichts, oder? Sehe ich doch. Also der zweite eben. Das, naja, kann ja nicht sein. Wofür sollte der großartig sein, wenn man jetzt an der Stelle schon hier einfach sein kann? So. Ja. Dann ist man nämlich hier. Und dann ist man schon. Ja. Boinki. 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 Boinki, Boinki, Boinki. Ich verstehe das nicht. Man ist bei dem Abschnitt doch auch zu schnell. Da ist man doch schon raus. Ich bin verwirrt. Leute, es tut mir leid. Ich bin sowas von verwirrt. Ich will das aber auch selber schaffen. Das ist das Blöde. Sprich, ich wollte mir keine Videos oder so dazu auf YouTube angucken. Boinki. Boinki. Weil ich der Meinung war, dass ich das Ganze. Dass ich das Ganze auch so schaffen könnte. Ja, so ähnlich. So ähnlich, so ähnlich, so ähnlich. Ich glaube, das wäre zumindest meine einzige Chance, so vom Rhythmus her. Ich muss dann gleich, sobald der Bildschirm scrollenderweise dort rechts angekommen ist, ich muss gleich darüber fliegen und die Reihen so, ja, so erwischen, wie sie eben da angeflogen kommen. Und das bedeutet, ich muss da hier schon sein. Und dann muss ich das hier schon fertig machen und abmähen. Bups, bups. Ja, toll. Dann muss ich jetzt nur genug steuern können. Aber anders geht's nicht. Es geht echt nicht. Es geht einfach nicht. Es geht nicht, es geht nicht. Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Oh, ihr lieben Entwickler, was habt ihr euch nur dabei gedacht? Gedacht, gedacht, gedacht. Wir haben uns gar nichts dabei gedacht, denn wir sind Arschlöcher. Woohoo, ja. Wir wollen den Spieler quälen. Das wollen wir. Das wollen wir. Es macht keinen Sinn. Ich kann nicht so schnell genug hüpfen. Das geht doch nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich bin. Ich bin ratlos. Ratlos, saftlos, kraftlos. Also muss ich unter Umständen doch gleich eine kurze kreative Pause machen und dann mir vielleicht meine Aufzeichnung nochmal angucken oder so. Einfach damit ich das vielleicht auch mal so für mich ein bisschen abzählen kann oder so. Wäre es interessant zu wissen, was in Fragezeichenblöcken drin ist? Nur mal so. Also, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, aber vielleicht wäre da ja irgendwie sowas oder so. Boinki, 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 Boinki.
Ja, dann dürfte man sich nämlich einfach nur noch, sobald man auf den ersten drauf ist, dann ist es doch eigentlich einfach, weil dann darf ich eben nicht mehr so den hohen Sprung machen, sondern ich muss nur noch, ich darf mich nur noch fallen lassen. Vom Rhythmus her muss das aber eben genau passen, was echt nicht einfach ist. So, jetzt sind wir nämlich hier und dann sind wir hier. Ja, boinki, boinki, boinki. Ja, aber dann komme ich nicht mehr hoch genug, sobald ich den Schnupsanzug nicht mehr habe. Ja, und dann stirbt er nämlich. Bup, 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 bup. Jetzt gucken wir nur mal rein aus Interesse, was hier so drin ist. Aha, gut, gar nichts. Ja, schön zu wissen. Zumindest wissen wir es jetzt. Wir haben es in Erfahrung gebracht, auf total investigative Art und Weise und sind jetzt schon an der Stelle zu langsam. Deswegen lassen wir das fortan. Jawohl. Fragezeichenboxen sind böse. Sie kosten nur Zeit und bringen nichts, außer zwei dämliche Münzen, mit denen ich hier in diesem Spielmodus sowieso nichts anfangen kann. Dann das hier ist die Run-Up-Rally. So. Dann machen wir jetzt nochmal so. Dann erwischen wir das hier und dann zack. Und dann geht's rüber. Und dann, ja. Und dann. Und dann nur fallen lassen. Oh, boinki, boinki, boinki. Boinki, boinki, boinki. Boinki. 1, 2, 3, 4 wären 15, 16, 17, das wird trotzdem arschknapp. Na gut, davor hätte ich ja noch einen. Ah, ja. Alles. Oh. Ja, alles theoretische Zahlenspielereien, die absolut keinen Sinn bringen, die absolut keinen Nutzen bringen, die absolut den Hering zur Verzweiflung bringen. So, jetzt nehme ich auf dich und auf dich und dann schnell rüber. Und dann, ja, und dann nehme ich eigentlich nicht weg. Und dann, oh, ja, schnupsen, schnupsen, schnupsen. Hering verzweifelt. Das ist Kacke. Mann. So. Hering verzweifelt jetzt schon, ja. 5-Sterne-Challenge. Wuhu, erste 5-Sterne-Challenge. Ach, Hering hat auch eine Meise, denkt er sich gerade, dass er den Scheiß überhaupt angefangen hat. So, zack, zack. Weiter. Du musst doch da drauf springen, du Depp. Drauf springen. Nicht dran vorbei. Drauf. Ist es denn zu viel verlangt? Ja, es ist zu viel verlangt. Oh, mein Kleiner. Oh, du Süßer. Oh, du schnupsiger Hering, du. Oh, du bist ein. Wow, bist du ein Hering. Mann, bist du. Ich weiß nicht mehr, was ich sage. Eigentlich ist doch sowieso egal. Wir wollen doch den Scheiß jetzt nur noch zu Ende verfolgen. Hier. Oder? Ja, los, lass dich fallen. Nein, warum bist du denn da hinten? Du müsstest doch viel weiter vorne sein. Warum bist du nicht da, wo du bist? Zu haben, sein, tun, Gedöns. Du müsstest dann schon längst weiter hinten links sein, weil ansonsten kommst du doch nicht mehr an die Kanonenkugeln ran. Weil der Scheiß hier nämlich auch viel zu langsam ist, muss man sich mal reinziehen. Der Bildschirm scrollt doch schneller, als die Kanonenkugeln fliegen. Da kommt doch nicht mehr genug nach. Ich weiß nicht. Hier an der Stelle, ich kann es doch nicht anders machen, oder? Dann ist doch nämlich hier schon vorbei. Dann ist doch an der Stelle schon vorbei. Oder hat der zweite Mecha Koopa doch irgendwas zu sagen, weil ich da nämlich schon viel weiter sein müsste oder so? Weil dann müsste ich nämlich schon hier sein. Aber ich kann doch nicht auf den Mecha Koopa drauf, solange diese komische Plattform da ist. Oder zählt die nicht oder so? Ich weiß ja nicht, wenn ich mich durchfallen lasse vielleicht. Ich habe keinen Schimmer. So, dann machen wir es jetzt mal so. Zack und. Nee, es zählt als Plattform. Natürlich zählt es als Plattform. Warum sollte es also nicht als Plattform sein? Ja, es ist ja. Bup, 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 bup. Heute ist ein schöner Tag. Die Welt steht still. Ein schöner Tag. Nein, heute ist eigentlich ein scheiß beschissener Tag. Deswegen eignet sich der auch so wunderbar für Aufnahmen. Zumindest wettertechnisch her. Morgen soll es wunderschön werden. Aber morgen ist morgen und heute ist heute und deswegen interessiert den Hering das nur so ein ganz klein bisschen. 15, 16, 17, es ist doch machbar. Es ist machbar, ja. Wir haben es gerade gesehen. Ich hatte jetzt schon 17 Leben? Hallo? 17? 17. 1, 7, 17. Die Digital Root davon ist 8. Ja, so. Wer versteht das jetzt, ne? Ja. Das verstehen jetzt nämlich nur Stammzuschauer, die alle meine Videos gucken. Vor allem auch die Projekte, die ich am liebsten habe und so. Vor allem die Projekte, von denen ich Ahnung habe.
Meistens zumindest. Aber noch ist das hier nicht das längste Video von dem Herausforderungsquatsch. Das muss man sich auch mal überlegen. Weil die Knochentrockengrube, die war noch ein bisschen länger. Ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Nicht viel länger, aber sie war ein bisschen länger. Dups. Dups. Ja, das war scheiße. Da fehlt mir jetzt nämlich genau eine. Schnu, 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 schnu. Und dann klappt das nämlich nicht mehr, weil dann hat man nämlich keine Power mehr und dann ist man, wenn man wenigstens unverwundbar wäre oder so, dann wäre das viel besser, viel einfacher. Ja, ja. Muss doch einfach sein, das Spiel. Das ist ein Mario-Spiel, verdammt. Nintendo-Spiele sind immer einfach. 5-Sterne-Challenge. 5-Sterne-Challenge bedeutet auf Nintendorianisch irgendwie Pussy-Mode bei anderen Spielen. Das ist so. Anerkannter Fakt. Wir alle wissen das. Wir alle. Geronimo. So. 11, 12. 11, 12 und du bist auf die Kanonen du bist auf die Kanonenkugel gesprungen. Das bist du. Mann. Ich krieg das hin. Ich weiß das. Ich weiß, dass ich das hinkriege. Ich weiß nämlich schon mittlerweile, wie es geht. Theoretisch. In der Praxis muss ich das nur noch umsetzen. Zwischenzeitlich hatte ich übrigens wieder eine E-Mail bekommen. Nur so. Ja, ja. Ich finde das gut, wenn ich E-Mails bekomme. Das bedeutet nämlich, ich bin wichtig. So. Bobs. Bobs. Ja, 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 komm, komm. Nein, 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 nein. Warum bist du dann da hinten? Du musst nicht da hinten sein. Ich weiß auch nicht. Nee, ich, wahrscheinlich, muss ich die Reihe so abfrühstücken? Oder muss ich von Reihe zu Reihe hin und her springen oder so? Oder muss ich, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Leute, sagt was. Sagt hier und jetzt was. Los. Gebt mir Tipps. Vielleicht hätte ich den ganzen Scheiß doch streamen sollen. Egal. Dub, die Dub. Und nee, hätte ich lieber nicht, weil manche von euch sind echt grausam, also was Kommentare oder so angeht. Jetzt nicht vom Inhalt her, doch vom Inhalt her sind manche von euch auch grausam, aber mehr so vom... Obwohl, nee, ist es denn der Inhalt? Ist eigentlich der Inhalt. Ach, einfach dieses, haha, Heringe, bist du schlecht. Das demotiviert so ein bisschen. Es demotiviert wirklich, ja. Viele denken immer irgendwie, YouTuber wären Maschinen, die irgendwie keine Gefühle hätten oder so, aber das ist ganz und gar nicht so. Also, auch wir haben Gefühle. Und wir haben auch Rechte. Jawohl, das haben wir. Wir haben das Recht darauf, irgendwie bemitleidet zu werden, wenn wir es gerade mal brauchen. Und der Hering braucht gerade ganz viel Mitleid. Der Hering braucht irgendwie... Der Hering braucht irgendwas, was ihm jetzt Spaß macht. Er muss nur an später denken, denn irgendwas macht ihm nachher irgendwie richtig Spaß. Antivir updatet gerade irgendwas auf meinem Laptop. Ich hoffe, das beeinträchtigt jetzt nicht meine Aufnahme. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein, aber es hat mir jetzt trotzdem einen kleinen Schrecken eingejagt, als ich diese seltsame kleine... Ach, ist doch zum Kotzen. Ach, ist doch egal. Ach, ist doch alles. Jetzt kannst du nämlich so machen. Haha, jetzt kannst du nämlich hier mal... Ja, jetzt hätte ich das mal ausprobieren können mit dem Hin- und Herspringen, ne? Mit dem Hin- und Herspringen. Dem Spring hin und her. Spring doch oder verreck doch. Ja, ja, das Spring doch, verreck doch Syndrom. Das war jetzt dumm. Ich bin jetzt auf LR gekommen. Nicht auf, ach nee, Quatsch, nee. Wie heißt der Knopf? Auf ZL bin ich gekommen. Oh. Hä, was war das? Ah, egal. Dab, 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 da, dab, dab, da, dab, da, dab, da, dab, dab, da, dab. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt, beziehungsweise ich habe auf den Controller geschaut und nicht auf den Spielbildschirm. Egal, so, ja. ZL, ZR. Ja, ich bin auf ZL gekommen. Was sehr unüblich für mich ist, denn ich bin eindeutig ein Rechtshänder und Rechtscontrollerhalter. Also ich gebrauche hauptsächlich die rechten Knöpfe bei einem Controller. Denn die rechten Knöpfe sind viel richtiger als alle anderen Knöpfe oder so. Spätestens an der Stelle hätte ich mir jetzt wieder das Flughörnchenanzug gewünscht. Also so ein bisschen. Aber ich verliere den Flughörnchenanzug ja immer durch dumme Aktionen, die bei näherem Hinsehen auch tatsächlich dumm sind. Das ist richtig dumm. Richtig, richtig, richtig dumm. Neuer Versuch. Wir wollen es so. Wir wollten es so. Oh ja. Wir wollten das doch alle so. Dupp, die dupp, die dupp. Ich meine, die dumme Challenge, die dauert ja immer nur eine halbe Minute, ne?
Muss man ja auch mal reinziehen. Bups, bups. Uah. Ja, toll. Die dumme Challenge, die dauert ja immer nur eine halbe Minute. Sie dauert. Ich glaube, ich darf dann nur zwei Kanonenkugeln mitnehmen, dann, ja. Zwei Kanonenkugeln, dann Linksreihe, dann wieder rechts, dann links, dann rechts. Irgendwie so. Vielleicht ist man dann im Rhythmus drin, dass es so einigermaßen passt. Mann, ich hatte doch schon 17 Leben. 17 Leben ist doch quasi gesehen so, als ob, ja. 17 Jahre, blondes Haar, la 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 la. Ist auch so lange her, ne? Mit 66 Spielen, da fängt das Leben an. Mit 66 Herausforderungen, da fängt das Kotzen an. Ich bin noch nicht mal ansatzweise bei 66 Herausforderungen, also was soll's. Ach Mann, wem machen wir denn noch was vor hier? Es wird zu doof. Jetzt bin ich auch schon wieder gar nicht im Rhythmus drin oder so. Und jetzt sind wir im Endeffekt. Ja, jetzt können wir das Ganze doch. Ach. Ist doch egal. Mittlerweile ist die Challenge übrigens schon länger als die Knochentrockengrube. Verständlich, finde ich persönlich. Aber gut. Dab, da, dab, dab, dab. Es ist auch nochmal was anderes, wenn man das für sich alleine, glaube ich, im stillen Kämmerlein macht. Oder ob man diese knupsigen, schnupsigen kleinen Herausforderungen hier, dann nochmal kommentiert, beendet. Das war dumm, das war sehr dumm, das war, ach, so richtig dumm. Ich war jetzt aber schon wieder überfordert. Es ist echt schwer. Es ist echt richtig schwer. Da kann mir keiner was erzählen. Das ist echt eine richtig dämliche Herausforderung. Wenn das... Ja... Also das Scrollen muss ja sein, okay, zugegebenermaßen. Wenn das Scrollen wenigstens nochmal ein bisschen... Ach, scheiße. Nochmal ein bisschen langsamer wäre oder so. Ich weiß nicht genau, ob das viel helfen würde oder nicht, aber... So ein bisschen... Weil spätestens an der Stelle ist es doch absolut utopisch, dass man dann alle Kanonenkugeln noch erwischt. Oder sehe ich das so verkehrt? Ich kann es mir ja nicht vorstellen. Ich bin schon echt gespannt, wenn ich mir das dann, wie gesagt, nochmal bei anderen Let's Playern im Nachhinein so ein bisschen angucken kann. Ob es nun bei Sozi ist oder bei Dreamstar LP oder so. Ups! Und dann einfach nochmal sehen kann, ja gut, das hättest du so besser machen können. Das hättest du woanders besser machen können. Ja, und dann hätte ich jetzt schon... Ja. Wo soll ich denn die zwei zusätzlichen Hüpfer hernehmen? Gut, zugegebenermaßen, ich habe da hinten nicht alles erwischt, nicht alles abgeräumt, ne? Aber so wie ich das gerade gemacht habe, das ist doch für mich persönlich jetzt schon mein Maximum. Ich weiß echt nicht, was ich hier machen soll. Boinky. Hier am Anfang, es geht nicht schneller. Ich muss das mit den Kanonenkugeln so langsam machen. Weil da kommt erst so wenig raus. Ich meine, ich kann so machen. Hui. Aber, naja, dann bin ich ja auch wieder nicht hier rechtzeitig hinten und dann ist auch schon wieder alles scheiße. Es macht einfach keinen Sinn. So, machst du den nicht? Damit du das Ganze nochmal von vorne starten kannst, genau. Da. Da 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 da. So, Kanonenkugel hier, Kanonenkugel da. Mega Koopa hier, Kanonenkugel da. So, und jetzt muss ich quasi gesehen. Ja. Jetzt muss ich! Ich muss diese Kanonenkugel erwischen, weil ansonsten geht's nicht weiter. 18 Leben ist doch auch schon eine Leistung, oder? Ja, ich finde ja irgendwie schon. Dafür kann ich mir noch nichts kaufen, aber ich finde trotzdem, dass das auch eine Leistung ist. Bupsi, bupsi, bupsi. So, jetzt machen wir bupsi, bupsi und dann schnupsi. Und dann nehme ich nochmal schnupsi und schnupsi und schnupsi. Und dann nochmal schnell hier so und da so und dann bitte hier drauf. Und dann... Hast du den Kanonenkugel verpasst, was scheiße war? Aber es wäre wieder nicht ausgegangen, oder? 14, 15, 16, 17, 18... Wären das nicht insgesamt trotzdem nur 19 gewesen? Selbst wenn ich da jetzt alle auf dem Bildschirm noch abgeräumt hätte? Oder habe ich jetzt eine übersehen? Ich weiß nicht. Wenn es nur 19 wären,
dann müsste ich mir doch unterm Strich sowieso Gedanken machen, wo ich dann hier hinten nochmal irgendwo einen Extrasprung oder so organisiere. So. Ich meine, jetzt muss ich doch schon hier sein. Zack, zack. So. Jetzt. Ja, toll. Nein. Warum gehst du denn immer da drauf? Hat dir irgendeiner gesagt, dass du das darfst? Nein, dir hat das keiner gesagt. 16, 17, 18. Ich weiß nicht. Ich muss mich auch zu sehr konzentrieren. Für euch ist das einfacher, wenn ihr das Video seht. Ihr könnt direkt schon abzählen, wo ich eher dann tatsächlich nochmal einen Hüpfer machen muss oder wo nicht. Aber mir fällt das schwer, mich zum einen auf Mario zu konzentrieren, oder sprich auf meinen Hering-Mi, damit ich eben die Sprünge richtig hinbekomme. Und gleichzeitig eben... Ach Mann, Kacke! Und gleichzeitig die Kanonenkugeln so im Auge zu behalten, dass ich so einigermaßen für mich abzielen kann, wo muss ich jetzt tatsächlich noch drauf springen. Das ist nicht einfach. Nein, ist es auch nicht. Und normalerweise, wenn man so für sich spielt, hat man ja auch nicht die Hilfe eines YouTube-Videos, ne? Nein, hat man nicht. Bups, bups. So, zack, zack, zack. Okay, zack, zack. Dann schnell auf dich drauf, bevor du verschwindest. Schnell auf dich drauf, schnell auf dich drauf, schnell auf dich drauf. Schnell hier oben drauf, schnell. Jetzt ist der eine da weg, scheiße. Jetzt ist der da links weg. Jetzt ist der hier oben weg. Das war noch auch schon wieder zu wenig. Wie hätte ich das denn jetzt gescheit machen sollen? Ich verstehe es nicht. Das sind zu wenig. Das sind eindeutig zu wenig. Boinky. Boinky, Boinky, warten, warten, warten. Ich meine, der Mecha Koopa erscheint doch auch nicht vorzeitig. Das ist das Blöde. Der braucht doch immer eine halbe Ewigkeit, bis er wieder aktiviert wird. Man könnte diesen Mecha Koopa finden und mitnehmen oder so, ne? Also, ja, aber das wäre auch Schwachsinn. Passt nicht, von der reinen Geschwindigkeit her. Das war jetzt wiederum ein bisschen besser. Glaube ich zumindest. Von der Geschwindigkeit zumindest her. Da, 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 da. Ja, toll. Jetzt fliegt die eine da schon wieder weg. So, jetzt kommen wir da nicht mehr drauf. Zack, zack. Und da sind wir wieder nur bei 17. Es ist zum Davonlaufen. Ich weiß nicht, wo ich hier noch hinspringen soll. Ich weiß es nicht. Viele Kanonenkugeln sind da, aber es sind nicht genug. Nicht genug für Hering. Hering braucht mehr. Mehr Kanonenkugeln. Um so zu schnupsen, wie noch nie ein Mensch vor ihm zuvor geschnupst ist. Das wäre zumindest besser. So, jetzt müssten wir so machen. Jetzt müssten wir so machen und dann... Ja gut, wenn ich die Reihe dann... vielleicht wäre das besser, aber ich weiß nicht. Erspart mir das, bringt mir das ein Leben mehr oder nicht? Wenn ich das nach diesem Rhythmus mache, wir müssen es einfach mal so probieren. Ja, so probieren! Wir müssen es einfach so probieren und dann gucken. Wenn ich das Gefühl habe, dass es mehr Leben bringt, dann können wir ja dabei bleiben, aber... Ich muss das ja auch, wie gesagt, ein bisschen für mich abzielen. Ja, das dürfte jetzt, glaube ich, auch der kritische Moment jetzt spätestens sein in diesem Projekt. Nämlich genau dieses Video hier. Noch unterhaltsam? Oder kriegen wir mittlerweile die leichte Krise, weil eben zu anstrengend oder so. Aber das war der Herausforderungsmodus. Ich habe mich im Vorfeld darauf eingestellt, dass es solche Geschichten werden würden. Und dass das, ja, dass es vor allem meine Nerven auch kosten würde, unterm Strich. Und wie ich es, glaube ich, im letzten Video schon gesagt hatte, ich wollte mich in diesem Jahr noch ein bisschen quälen mit ein paar Spielen, die, ja, noch ein bisschen schwer sind. Und ich hatte mir einfach mal so zum Ziel gesetzt, diese ganzen Spiele dann auch so, ja, toll. Ja, ja, ja. Diese ganzen Spiele dann irgendwie so anzugehen und, dann einfach mal zu gucken, was unterm Strich dabei rauskommt. Und dabei dann unter Umständen auch lange Videos zu produzieren oder so, aber, ja, dass ich... Vielleicht auf eine gewisse Art und Weise das auch mal lerne, wie man mit Enttäuschungen in Let's Plays noch besser umgeht oder so. Ja, ja. Oder generell einfach, wie das, was das so für ein Gefühl ist. Auch einfach, wow. Normalerweise hat es doch immer gepasst, wenn ich dann nach rechts gedrückt habe, dass ich auch die zweite erwischt habe. Das ist ja scheiße.
Okay, generell, ich gehe mit Enttäuschungen relativ gut in Let's Plays um. Das freut mich ja zum Glück eigentlich, oder das freut mich ja auch, dass viele oder einige Leute von euch das eigentlich ganz gut finden, dass ich jetzt nicht so der Rage-LPer bin. Sprich, dass ich nicht so die ganze Zeit aus der Haut fahre und wild herumschreie und so und irgendwelche imaginären Sachen beschimpfe oder so. 15, 16, 17, 18, 19, 20? Wären das die 20 gewesen? Ich glaube, es wären die 20 gewesen. Wenn ich das jetzt geschafft hätte. Arrgh! Eventuell. Eventuell wären das 20 gewesen. Na gut. Dop, dop, dop. Wie gesagt, freut mich wirklich. Und irgendwie, ja, das war auch für mich so ein bisschen die Vorgabe. Ich weiß nicht. Gerade bei, wenn man sich das bei einigen alteingesessenen Let's Playern oder so anguckt, wodurch die früher so ihre Zuschauer gewonnen haben, da muss man ja schon sagen, das war ja hauptsächlich dann doch irgendwie, ja, das war jetzt doof, weil ich absolut kein Feeling dafür hatte, wo der Flughörnchen, wo ich war, dort oben. Das ist doof, dass es wäre einfacher, wenn es nach oben auch ein bisschen scrollen würde. Ja. Natürlich wäre es dann einfacher, aber deswegen ist es ja auch eine 5-Sterne-Challenge und keine 4-Sterne-Challenge, ne? Ja, gut. Dup, dup, dup. Ja, meine These, also einfach gesehen, womit frühere LPer so ihre Zuschauer hauptsächlich verdient haben, nämlich durch, ja, Rumgefluche in ihren Videos, was vielleicht manchmal nicht wirklich angemessen war oder so. Und da hätte ich jetzt schon wieder Flughörnchenanzug gebraucht, aber hätte mir in dem Sinne trotzdem nichts gebracht, weil ich jetzt wieder zu wenig Leben gehabt hätte. Es ist doch zum aus der Haut fahren. Ach Gott. Ist okay. Ja, 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 ja. Wie gesagt, mit Enttäuschungen umgehen. Und vor allem auch lernen, trotz Enttäuschungen und trotz solcher Momente, in denen mal absolut gar nichts läuft, trotz solcher Momente halbwegs brauchbare Videos zu produzieren, das ist ja irgendwie etwas, was meinem Kanal noch so ein bisschen fehlt oder meiner Persönlichkeit oder ich weiß nicht genau, an was wir es festmachen wollen. Immer wenn ich, ja, immer wenn ich Videos produziere, in denen es sichtbar keinen Spielfortschritt oder so dergleichen gibt, dann sind das so Momente, in denen ich mir hinterher denke, ja, musste das jetzt so sein oder hättest du das im Endeffekt später anders machen können oder lösen können oder so oder was ist dann, ja, ups, worauf kommt es dann im Endeffekt dann noch dabei, also bei solchen Videos darauf, worauf kommt es bei solchen Videos dann noch an, beziehungsweise was will der Zuschauer dann eigentlich im Endeffekt noch sehen? Ihr seid auf dieses Video gekommen, weil ihr A, unter Umständen sowieso jedes Video von mir seht, oder B, weil ihr sehen wolltet, wie der Hering jetzt genau diese Challenge hier bei New Super Mario Bros. U löst. Ihr habt im Vorfeld gesehen, wie lang das Video ist. Ihr konntet euch im Vorfeld also so ungefähr ausmalen, wie das Ganze hier so ablaufen wird und ja. Ist die Enttäuschung jetzt spätestens an dieser Stelle groß? Oder, ich weiß nicht, kann man sich das dann auch angucken oder nicht? Guckt sich das jetzt zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch jemand an oder nicht? Ich meine, 40 Minuten ist echt heftig. 40 Minuten für absolut nix. Aber das, ja, es lässt sich nicht vermeiden. Wenn man, wenn irgendein anderer Spieler das spielt oder so, ich kann mir vorstellen, der braucht dann mindestens genauso lange. Weil das ist einfach echt schwierig herauszufinden, hier mit den scheiß Kanonenkugeln, in welcher Reihenfolge man die so erwischen muss und so. Jetzt habe ich immer die letzte nicht erwischt. Fehler? Offen gesagt, ja, wenn ich mir das so angucke. Denn jetzt haben mir noch genau drei gefehlt. Drei gefehlt. Wie viele Kanonenreihen habe ich so immer gemacht? Ich glaube, es sind vier? Sind das vier solche Reihen mit Kanonenkugeln? Würde also bedeuten, dass es bei der ersten egal ist, wenn ich den letzten nicht erwische. Aber die Reihen danach muss ich alle komplett abräumen. Also sprich, hier wäre es egal, zack, zack. Aber dann hier. Boinki.
Boinki, 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 Boinki. So, dann Boinki, Boinki, Boinki. Scheiße. Boinki, 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 Boinki. Nee. Jetzt haben mir doch wieder zwei gefehlt. Warum haben mir jetzt wieder zwei gefehlt? Zwei gefehlt. Zwei gefehlt. Oder reicht es dann doch, wenn ich... Das ist jetzt riskant. Ich meine, es ist schwierig, an die letzte Kanonenkugel der ersten Reihe ranzukommen, weil diese Kanonenkugel, glaube ich, relativ schnell in dem einen Steg dort verschwindet. Wenn ich da versuche drauf zu springen, dann besteht einfach die große Gefahr, dass ich dann eben auf dem Steg lande und dann ist die ganze Herausforderung sowieso für den Hintern. Deswegen funktioniert das nicht so. Ach Mann, nicht so wirklich. Vielleicht sollte ich dann doch eher versuchen, noch hier vorne eine zusätzliche Kanonenkugel zu erwischen. Wenn ich schnell mache, könnte das unter Umständen sogar einigermaßen hinhauen. Ich war da hinten jetzt zumindest in einem halbwegs guten Rhythmus drin, dass ich mir das zutraue oder auch nicht, weil dann ist hier nämlich schon zu spät. Dann ist hier nämlich schon zu spät. Andererseits, eigentlich müsste man die letzte Kanonenkugel dort noch erwischen können. Das sah zumindest gerade so aus. Ah, Hering hat eine Idee, Hering hat eine Idee, Hering hat eine Idee. Wie er das Ganze lösen kann. Das ganze Malheur hier. Das wäre so gut, so gut, so gut. So, jetzt nämlich zack, zack, zack. So. Und dann zack, zack, zack. Ja, toll. Aber ohne Schnupshörnchenanzug hast du dann keine Chance mehr hochzukommen. Dafür brauchst du den nämlich. Wenn du auf der letzten Kanonenkugel gelandet bist, sofort mit ZR wieder den Auftrieb nutzen, um nach oben zu kommen, logischerweise, und dann genau die erste Kugel der nächsten Reihe zu erwischen. Und von da an müsste das eigentlich gerade so funktionieren. Hinhauen. So, zack, zack, zack. Nach oben. Zack, 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 zack. Nach oben. Zack. Yes! Gut. Es lag nur im Rhythmus. Ich entschuldige mich hiermit vielmals für dieses viel zu lange Video. Es tut mir leid, ja. Was soll's. Man musste wirklich erstmal reinkommen. Wow. Das war heftig. Aber dafür bin ich jetzt umso stolzer auf mich, denn das hier war soeben die allererste 5-Sterne-Challenge, die ich geschafft habe. Ich hätte es fast gesagt, auf Anhieb geschafft habe. Na, sagen wir mal so, ich musste keine Pause zwischendrin machen. Deswegen bin ich jetzt in der Hinsicht doch einigermaßen froh und glücklich und zufrieden. Gut, okay, hätten wir den ersten Brocken geschafft. Wir haben also gesehen, 5-Sterne-Challenges sind für den Hering machbar, auch wenn es ein bisschen Zeit kostet. Ist jetzt für mich aber quasi gesehen eine doppelte Motivation, mir beim nächsten Mal noch mehr Mühe zu machen, beziehungsweise beim nächsten Mal noch besser meine Umgebung zu beobachten, damit ich ganz einfach das Ganze ein bisschen schneller schaffe. Und ja, worum geht's jetzt beim nächsten Mal weiter? Mit dem Balanceakt. Wieder eine 3-Sterne-Challenge. Ich glaube, das sollte ja ein bisschen schneller gehen. Hoffe ich zumindest mal. Ich war der Hering Ray. Das war ein viel zu langes Video, eine 5-Sterne New Super Mario Bros. U Challenge. Und ich sage an der Stelle dann jetzt einfach mal Tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.